Hallo, mein Name ist Victor Gütay und ich bin der Regisseur des Films Mein Schatten über mir. Mein Film läuft hier auf dem Braunschweiger Filmfestival und darüber freue ich mich riesig und ich wurde ge gefragt, ob ich nicht ein paar Fragen beantworten würde, weil ja dieses Jahr wegen Corona leider kein Live-Filmfestival möglich ist, beziehungsweise nicht live in Braunschweig, sondern im Internet und ja, beantworte ich gleich ein paar Fragen. Ich sag's mal so, ich hatte eigentlich nicht so die Wahl, sondern es war entweder ich mache es selber oder ich mache es halt nicht. Der Film ist eigentlich komplett in Gifhorn entstanden und in Gifhorn gibt es in dem Sinne keine Community von Filmemachern oder irgendwas wirklich Greifbares in dem Sinne. Deshalb hatte ich eigentlich nicht groß die Wahl. Es war entweder ich mache das meiste selbst und selbst, das heißt auch günstig und so schnell wie es eben geht, oder wir hätten den Film wahrscheinlich nicht gedreht. Es hatte auch viel damit zu tun, dass wir dann einfach angefangen haben und gesagt haben, so, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt auch durch. Aber ja. Frage, wie geht das? Wie waren die Dreharbeiten? Die Dreharbeiten waren entspannt, tatsächlich relativ. Also wir haben über ein Jahr verteilt gedreht und hatten, glaube ich, am Ende 14 Drehtage. Das heißt, wir haben uns 14 Mal getroffen. Überwiegend an Wochenenden, mal in den Ferien und wann eben diese Jugendherberge frei war, in der wir gedreht haben. Das war nämlich eigentlich das größte Kriterium, nämlich dass die auch immer frei ist. Und ohne das hätte es natürlich nicht geklappt. Wir waren Klassenkameraden und irgendwie habe ich mitbekommen, dass sie Interesse hatte zu spielen oder irgendwie über Freunde habe ich das mitbekommen und dann haben wir einfach diesen Kurzfilm gemeinsam gedreht. Und das hat einfach total gut gepasst. Also sie spielt einfach wahnsinnig gut, finde ich. Und ja, dementsprechend, als ich dann angefangen habe, den Langfilm zu schreiben, der nie als Langfilm konzipiert war. Es war irgendwie, ich hatte diese Geschichte von dem Mädchen in der Herberge und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann war es ein Mittellangfilm, da waren es 40 Seiten, dann waren es 50, dann waren es 60, bis es dann tatsächlich ein Langfilm geworden ist. Und ja, dementsprechend hatte ich immer schon im Kopf, das mit ihr zu drehen. Und irgendwann habe ich sie dann wirklich gefragt, so, hey, ich habe da was geschrieben. Es ist ein bisschen länger. Hättest du Bock? Und als die Antwort dann quasi ja war, war halt klar, so, dass das ein cooles Projekt wird. Die anderen Schauspieler waren auch größtenteils Leute, die ich halt persönlich kenne aus der Schule. Justus Rehmisch, der den Oliver gespielt hat, das ist einer meiner besten Freunde. Also habe ich ihn einfach mal gefragt, so, willst du den spielen? Weil ich dachte, dass der da super drauf passen würde, weil einfach so eine sehr, ja, so eine Art hatte, die ich direkt mit der Figur irgendwie assoziiert hatte. Und ich finde, dass er auch ein sehr, sehr filmisches Aussehen hat einfach. Er hat einfach diese Art von Gesicht, bei der man sich denkt, so, ja, die sehe ich auf einer großen Leinwand vor mir. Und von daher war es dann naheliegend, ihn zu fragen. Er hatte auch keine schauspielerische Erfahrung, aber ich habe gehofft, dass es klappt und es hat ja auch funktioniert. Die Schauspielerin von der Mutter, Cinzia Rizzo, ist eine Schauspielerin, die ich über drei Ecken gefunden habe, über Bekannte, die sie kennen und sie ist in Wolfsburg am Tanzenden Theater oder war in Wolfsburg am Tanzenden Theater und darüber haben wir uns dann kennengelernt und ich habe ihr das Drehbuch geschickt, sie war interessiert. Wir haben uns getroffen und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass. Oder war nicht relativ schnell klar, das klingt so ein bisschen
ein bisschen großkotzig, aber dann hat sich relativ schnell ergeben, dass wir das gemeinsam machen wollten. Und genau, die Location, ich bin durch Gifhorn gefahren. Gifhorn ist eine Kleinstadt, um die 48.000 Einwohner. Dementsprechend ist der Ort auch nicht so groß. Und ich bin mit dem Fahrrad durch die eher bewaldetere Gegend gefahren und bin dann irgendwann auf diese Herberge gestoßen und habe den Pastor, dem die Herberge gehört oder der das halt managt, angeschrieben und der meinte, dass wir die Location nutzen können. Und das war auch sehr schön. Gute Frage. Wann war für mich klar, dass ich Filme machen wollte? Also irgendwann ging es halt los, dass sich das irgendwie so konkretisiert hat. Davor war es, also ich weiß noch, als ich ganz klein war, hatte ich immer schon ein Interesse an Theater oder Inszenierungen. Ich habe Freunde inszeniert, ich habe meine Oma tatsächlich so in kleinen Theaterstücken inszeniert. Und irgendwie ist das dann immer weitergegangen. Und irgendwann habe ich dann zur Kamera gegriffen. Meine Eltern hatten so eine ganz, ganz kleine Canon. Das waren diese total winzigen Digitalkameras, diese ersten, die dann auch so eine Videofunktion hatten. Und dann habe ich angefangen, das aufzunehmen. Und irgendwie ging das immer weiter. Und ja, dann führte eins zum anderen. Und irgendwann habe ich richtig angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und ein wirklicher Wendepunkt, würde ich sagen, war, als ich hier bei diesem Festival in der Jugendjury vom Kinemapreis saß und einfach mit einer Art Kino in Berührung gekommen bin, die ich davor aus dem Mainstream eigentlich nicht kannte. Und das hat mit sich eigentlich eine ganz andere Art gebracht, über Filme zu denken, über Filme zu sprechen, auch mit anderen und in einen richtigen Austausch zu kommen. Und ab da habe ich auch begonnen, mich richtig für Filmgeschichte zu interessieren, Filmtheorie, und es war eigentlich der wirkliche Startschuss, würde ich sagen, so mit 16 Jahren. Ja, wie es weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Also, ich mach halt weiter und ich studiere momentan szenische Künste in Hildesheim, und mache hier und da kleinere Projekte, mal als Regie, mal als Kamera, weil das auch etwas ist, was ich sehr gerne mache. Sich einfach zu überlegen, wie filme ich eine Szene, wie kommuniziere ich eine Idee oder Beziehungen zwischen Charakteren oder veräußerliche innere Zustände von Figuren. Das interessiert mich halt sehr. Ja, und natürlich schreibe ich auch eine ganze Menge. Und wie geht's weiter? Ich arbeite an einem neuen Langfilm, in dem Sinne an einem Drehbuch, und ja, bin gerade ein bisschen dabei, so die Filmproduktionsfirmen abzuklopfen und mal so ein bisschen vorzutasten, ob vielleicht Interesse bestünde. Aber das hat ja nichts zu sagen. Das ist ja selten an Interesse oder eine Zusage, wenn überhaupt, also eigentlich nie an eine Zusage geknüpft. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach weiter und ich hoffe aufs Beste. Und ich weiß, dass ich zumindest in naher Zukunft nicht aufhören werde.